Die Invictus Week neigt sich dem Ende und mein Fazit zu der Woche. Ich bin Astrake und lasst uns darüber reden. Die Week selber und die Store-Angebote, was ich in der Inside Star Citizen-Folge interessant fand. Fangen wir erstmal mit der Week selber an. Wir haben in der letzten Woche das Vergnügen gehabt, Schiffe, welche von der UAE genutzt werden, kennenzulernen und zu testen. Und ich hoffe, ihr habt fleißig davon Gebrauch gemacht. Neben den verschiedenen Jägern hatten wir auch wieder die Gelegenheit, große Schiffe zu fliegen, wie die Starfarer, Hammerhead und die Caterpillar, was definitiv eine Erfahrung für manche gewesen ist. Vor allem hatten auch Interessierte die Möglichkeit, sich persönlich das Spiel anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Zeit genutzt habt, die Schiffe zu testen und wer von euch die Week genutzt hat, das erste Mal persönlich das Spiel kennenzulernen. Natürlich, wie bei jeder Expo, gab es den Store Sale mit Schiffen, die nicht regulär im Store zu finden sind, bzw. limitierten Sales. Neben dem Concept Sale der Origin Rover G12 gab es den überraschenden Sale der Cutlass Blue, was wirklich unerwartet war, da wir es ja eigentlich gewohnt sind, dass Schiffe verschoben und nicht aus einem kommenden Patch vorgezogen werden. Ich werde ehrlich zu euch sein, dieses Mal habe ich mich zurückgehalten, indem ich mir nur eine Vulture von Drake gegönnt habe, was ich mit Einschmelzen und Store Credits realisieren konnte, ohne dass ich reales Geld investiert habe. Habt ihr euch was gegönnt? Verratet es mir ruhig in den Kommentaren. Aber ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass früher oder später alle Schiffe auch in-game erworben werden können. Ich hoffe, keiner von euch hat sich in Unkosten gestürzt, die er sich nicht leisten kann. Womit wir nun zur Inside Star Citizen Folge kommen, die zwei Sachen vorstellte. Als erstes die zweite exotische Damage-Waffe, die Lightning Sniper Rifle und Pistol, welche betäubenden Elektroschaden verursacht. Das Interessante ist, dass die Energieentladung der Waffe von einem Ziel zum anderen springt, wenn diese dicht beieinander stehen. Neben der Optik der Waffe, die einigen sehr gewöhnungsbedürftig erscheint, führt die Entladung auf andere Ziele schon zu einigen Diskussionen. Leute, wenn ihr etwas länger dabei seid, solltet ihr euch noch daran erinnern, dass bei der Expo 2019 ein Panel gab mit dem Thema Armors, wo darüber gesprochen wurde, dass es Rüstung geben wird mit Resistenzen und dass Rüstung modifizierbar werden. Was, wenn wir ehrlich sind, sehr zu Überraschungen führen kann, wenn man sich auf einen spezialisierten Schaden verlässt. Deshalb abwarten, wie sich die Waffe in-game macht. Das war zwar interessant, aber wesentlich interessanter fand ich den zweiten Teil. Darin ging es darum, dass wir die erste Version vom persönlichen Trading erhalten. Es geht nicht darum, dass wir Gegenstände handeln. Das kommt später. Aber der Austausch von Credits direkt untereinander von Spieler zu Spieler, das ist wieder ein Punkt, der Leben in die Online-Community bringt. Die einzige Option, derzeit Gewinne untereinander zu teilen, gibt es in geteilten Missionen oder in Form dieser selbst generierten Missionsbeacon, was ehrlich gesagt eher schlecht als recht funktioniert. Mit der Option, direkt Credits zu teilen, sieht es gleich anders aus. Wenn man mit einem Kumpel einen größeren Trade plant, ist es leichter, den Gewinn zu teilen. Oder ihr wollt jemanden anheuern, der euch eskortiert. Natürlich will man das nicht über den Server ausposaunen, sondern direkt und außerhalb der Sicht der Allgemeinheit klären. Das ist der Grund, wieso ich mich über die Ankündigung freue. Wie steht ihr dazu? Ich bin wirklich gespannt, eure Meinung zu hören. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Euer AS Drake.